Ja, guten Morgen hier vom Campingplatz Eifelcamp auf unserem E-Bike-Abenteuer Eifel an diesem Wochenende hier im September 2022. Das ist wunderschön, was ich sonst morgens immer gerne dazu sage, das spare ich mir eben. Es hat die ganze Nacht geregnet. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Zelt ist auch dicht gewesen, zumindest meins. Aber der Zeltplatz hier oder die Zeltwiese, was man uns ja als Zeltwiese verkauft hat, und verkauft das natürlich nochmal hier 18 Euro pro Nacht. Und wir mussten das vorher buchen. Genau, mit Parzelle ist ja durchnummeriert hier. Das ist schon, das grenzt schon ein bisschen an Unverschämtheit, ne? Ich bin ja immer sehr lobend für alles und bei diesem Fall darf ich auch mal ein bisschen kritisierend sein, ne? Also das hier bei so einer Wetterlage als Zeltwiese anzubieten. Da sieht man aber schon, dass einem offensichtlich nicht so viel an dem Wohl der Tagescamper hier liegt. Und der arme Peter, Peter, darf ich mal ein bisschen filmen bei dir? Peter hat hier unten Wasser im Zelt. Er hat die Strandmuschel, ist aber kein Zelt, die Strandmuschel mitgenommen. Und er hat auch Hängematte und Tarp mit. Und was sagst du, ist jetzt die falsche Entscheidung gewesen? Hättest du mal lieber Hängematte und Tarp genommen, oder? Keine Bäume, ne? Ja, stimmt. Oh, die Alarmanlage geht los. Ich entferne mich mal lieber schnell. Ja, so sieht das aus. Und wir haben hier Brötchen vorbestellt. Das gibt es zumindest, Brötchenservice. Also trockene Brötchen, belegte gibt es nicht. Und Kaffee gibt es angeblich auch. Gleich am Kiosk zu kaufen, da freuen wir uns schon drauf. Am besten fährst du Mitte April. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Alles perfekt. Meine Damen und Herren. Ja, wir haben jetzt fast fertig eingepackt. Der Peter muss noch eben seine Taschen verschließen. Hat jetzt wahrscheinlich doppelt so viel Gewicht an Bord wie gestern mit dem ganzen Wasser im Zelt. Ja, komm, einmal mache ich hier lustig, ne? Zeltplatz haben wir natürlich sauber hinterlassen. Also, wir lassen keinen Müll hier. Unser Pfand nehmen wir noch mit und ja. Also, wenn ihr mal auf die Idee kommt, in der Eifel auf dem Campingplatz zu fahren mit dem Zelt und ihr auf diesen hier möchte, dann fragt nach der Sommerwiese. Das ist hier nicht die Sommerwiese, das hier ist, weiß ich nicht. Ja, ist auch genug gelästert hier. Die Sommerwiese ist da oben irgendwo. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wo ich ja heute Morgen eh schon in Lästerlaune bin. Der Peter hat ja vorne dieses Fork-System von Ortlieb. Das sind angeblich 6 bzw. 5,7 Liter Taschen. Aber das sieht mir so aus, ob da ein Zahnputzbecher reinpasst. Aber da würde ich doch niemals hier 5 Packungen Milch reinbekommen. Und der Christian hat sich selbst was geklöppelt. Sowas stehe ich ja sowieso immer. Und hat sich so ein Frontloader-Gepäckträger praktisch vorne drauf gebaut. Aus zwei verschiedenen Systemen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann müsst ihr mal bei ihm auf dem Kanal gucken. Das erklärt er bestimmt. Tetra Rack heißt das. Und das wird halt nicht fest angeschraubt, sondern das finde ich auch ganz attraktiv. Bei Bedarf einfach hier angeklemmt und es hält auch, ne? Und da passen richtig Taschen drauf. Wo bei mir natürlich die Lampe im Weg wäre. Da müsste man sich was überlegen, aber das Prinzip gefällt mir gut, Christian. Hat sich jetzt, sage ich mal, auch bewährt, ne? Und da startet ihr heute Morgen direkt mal mit 7% Steigung. Knapp 60 Kilometer waren es jetzt ja gestern. Und gut 50 kommen da heute noch dazu. Schauen wir mal, ne? Ob wir noch die Sonne zu Gesicht bekommen. Gefühlt geht es hier in der Gegend immer nur bergauf. Ist natürlich auch bergab, aber das nehme ich dann gar nicht so wahr. Das ist ja schnell vorbei. Aber irgendwie fahren wir den ganzen Tag bergauf. Und gestern war ja auch schon nach 60 Kilometern der Akku praktisch platt. Ne? Und ich habe ja den großen Bosch-Akku,
Beziehungsweise jetzt mittlerweile gibt es einen größeren, ich habe den 650 Wattstunden Akku. Ich kriege schon mal am Start direkt wieder Reichweitenangst hier. Aber jetzt scheint es ja wieder ein bisschen runter zu gehen. Aber auch bei dem miesen Wetter hier, trotzdem eine schöne Gegend. Ja, manchmal weiß ich auch nicht, was ich will. Gerade habe ich noch gemeckert, dass es immer nur bergauf geht. Und jetzt geht es hier so richtig bergunter. Ist auch nicht gut, ne? Ich bin irgendwie noch wahrscheinlich nicht ausgeschlafen. Ein bisschen muffelig heute Morgen hier. Obwohl zwei Kaffee war eigentlich ganz gut. Herzlich willkommen in Blankenheim. Oh, wunderschön, da oben die Burg. Hier so mittelalterlicher Marktplatz. Und hier ist ja schon der Wegweiser. Die Quelle des Übels, hat Christian gestern gesagt, zur A-Quelle. Ja, hier in Blankenheim entspringt die A. Hier ist die Quelle. Und so fängt das Flüsschen dann hier an, ne? Kann man sich so gar nicht vorstellen, was in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Regen alles anrichten kann. Aber da brauche ich gar keine Details erzählen, hier ist ja alles bekannt. Normalerweise sieht man ja selber immer mehr, wenn man unterwegs ist, als mit der Actioncam, was ich dann euch zeige. Aber in dem Fall seht ihr, glaube ich, mehr als ich, weil meine Brille ist total nass. Ich sehe nämlich fast gar nichts mehr. Aktuell sind wir ja direkt an der Bundesstraße hier unterwegs. Das ist irgendwie auch ein unangenehmes Gefühl, aber was sollen wir machen? Aber wir werden nicht hoffen, dass wir noch hier auf die Autobahn müssen. Hier ist das Ende oder der Anfang der A1. Also hier ist das noch Bundesstraße und da fängt die A1 an. Wir radeln jetzt hier gerade durch Thondorf. In die Thonstraße. Wahrscheinlich gleich am Tonstudio vorbei. Spielstraße? Kein Tonstudio. Alter Schwede. Ich dachte immer nur, ich plane sowas. Ja, das siehst du ja hier nie, ne? Das ist das Problem. Wenn du das so, wir sind mal wieder auf den Spuren von Komoot. Also.
Und Peter muss noch ein bisschen über seine Ladungssicherung korrigieren. Seine Strandmuschel wiegt jetzt ja auch doppelt so viel wie auf der Hinfahrt gestern. Dadurch, dass die jetzt ja so nass ist und so schmutzig. Und die verrutscht ihm jetzt andauernd. Wollen wir nicht, dass noch ein Unglück passiert und du die Strandmuschel verlierst? Das kann natürlich sein. Wer weiß, da kommen wir nicht nächste ran, die nächsten Randale hier. Was ist denn jetzt? Jetzt schüttelt ihr das Bier durch. Ich wollte eigentlich nur kurz filmen, hier ist immer hört, wer wie es anhört, wenn jemand mit einer halben Kiste Bier in der Fahrradtasche unterwegs ist. Aber hier klappert jetzt nichts mehr. Die ganze Zeit klappert das. Das ist nur dem geschuldet, ne? Weil Zwobo hat gestern alkoholfrei getrunken. Weil ich alkoholfrei getrunken habe gestern, genau. Da muss das ganze Bier jetzt über. Das ganze Bier jetzt über. Ja, tut mir leid. Spazieren. Einer muss ja das Ganze hier ein bisschen ernst nehmen. Das ist ja nicht nur Spaß hier. Ja, Papa. Wir sind ja jetzt auf dem Erftradweg unterwegs. Und haben wir gerade vielleicht kurz gesehen, gibt es hier akut auch ein paar Probleme, dass ein bisschen was abgerutscht ist. Und fahren jetzt, wenn ich das richtig habe, Richtung Effelsheim heißt das, ne? Bad Münstereifel. Bad Münstereifel, ah, okay. Kilometer 80, herzlich willkommen in Schönau. Und das hier müsste die Erft sein, wenn wir auf dem Erftradweg unterwegs sind. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier geradewegs runter nach Bad Münstereifel und da gibt es ja erstmal einen kleinen Imbiss. Wie spät haben wir es denn? 11.39 Uhr, wird dann ja 12 Uhr sein, das passt dann ja. Da sind wir ungefähr bei Kilometer 86, 87 gesamt, nicht heute. Bei 60 haben wir ungefähr angefangen, also haben wir dann so 27 heute. Ja, und hier in Bad Münstereifel war ja auch richtig Katastrophenzustand, wie man sieht. Wir sind hier fleißig wieder am Aufbauen. Und wir schauen mal, wo wir ein bisschen was zu essen kriegen. Hier sieht ja auch schon ganz einladend aus. Glühwein gibt es hier. Glühwein. Ja, es ist ja auch kalt, ne? Ich sagte gerade schon zu Peter, wenn wir damit anfangen, kann meine Frau uns gleich aber abholen hier. Das lassen wir lieber. Wir müssen ein paar Kilometer radeln. Lassen wir den Glühwein. Ich weiß nicht, oder Peter? Fährt der Tesla allein nach Hause? Nee. Nee, ne? Hm. Aber ich bin nirgends Beifahrer, ne? Ja, und hier auch die Erft. Alles zerstört. Die ganzen Brückenstege, hier ist alles neu, sieht man auch noch hier. Ganz frisch eingeschlemmt zwischen den Steinen. Da noch provisorische Brücken. So, wir haben uns das kleine Restaurant Erftblick jetzt hier ausgesucht. Gucken wir, dass wir die Räder hier abstellen. Dann gibt es lecker Mittagessen. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier super lecker Mittagessen gehabt im Restaurant Erftblick. Lecker Pfefferrahmschnitzel mit Kroketten und Salat, zeige ich euch mal eben. Und jetzt geht es direkt weiter. Das ist immer so eine Sache, wenn man ein Stündchen gesessen hat, lecker gegessen hat, war auch schön warm da drinne. Und dann wieder Fahrrad fahren. 25 Kilometer haben wir uns jetzt noch vorgenommen. Und das geht erstmal richtig bergauf, hat der Christian gesagt. Schauen wir mal, was er uns da gleich zumutet.
Wir fahren jetzt hier rechts nach Effelsberg zum Radioteleskop. Turbo-Modus. Meine Reichweitenangst ist heute nicht so ausgeprägt wie gestern, weil ich weiß, dass wir das gut schaffen werden. Und darum gönne ich mir mal was hier bei 5% Steigung. Weil auch gerade das Mittagessen, da fällt mir immer schwer. Habe ich, glaube ich, in jedem Video, wo ich eine Mittagspause gemacht habe, erwähnt. Ist so, ich brauche mal so ein bisschen, um wieder in Gang zu kommen. Ja, wir schlängeln uns hier die Straße jetzt rauf nach Effelsberg. So insgesamt 10 Kilometer Steigung. Da geht's weiter. Aber im Moment ganz angenehm zu fahren. Es regnet nicht wirklich, es ist nicht windig und es ist, glaube ich, nahezu warm geworden. Ich muss mal eben gucken. Ja, knapp 8 Grad. Wenn man ganz morgen bei Regen bei gut 5 Grad fährt, ist 8 Grad schon wirklich was Angenehmes an den Fingern. Ich bin ja im Kölschen nicht so bewandert. Wir sind ja hier auch Großraumnähe Köln. Und das ist die nächste Sehenswürdigkeit hier an der Straße, heißt der Dicke Dünnes. Schauen wir uns mal an. Ne? Ist extra ein Parkplatz dafür hier. Dann gibt es da wohl was zu sehen. So, hier sehen wir nun die Heiligenfigur, ich muss ein bisschen näher ran, dass ihr es sehen könnt, so. Vom heiligen Antonius von Ägypten. Ist um 1900 entstanden, also gut 120 Jahre alt. Ich habe mir jetzt mal hier diese Erklärtafel durchgelesen, da müsst ihr das nicht lesen. Und hier steht, dass Antonius, der Einsiedler von Ägypten, heute ein Patron der Autofahrer geworden sei, die ihm ihre kleinen und großen Sorgen anvertrauen. Dann sind wir drei mit dem Rad ja heute wahrscheinlich die großen Sorgen der Autofahrer, wenn wir hier auf der Bundesstraße immer die freie Fahrt behindern. Können die heute also eine Kerze gegen uns anzünden hier. Guck mal, da hinten wird der Himmel hell. Vielleicht gibt es ja sowas wie Sonne. Gleich Kilometer 100. Herzlich willkommen in Effelsberg. Schöne alte Kirche hier. Sieht man leider nicht so gut von hier. Und wir fahren jetzt hier runter zum Radioteleskop. Auch die Gegend hier, wenn du da hinten guckst, den Bergen, herrlich. Coffee to go, das klingt auch gut. Hier, Drei-Gänge-Menü, Bratwurst, Brötchen, Senf. Und sogar geöffnet. Aber Mittagessen ist immer ein knappes Stündchen gerade her. Also ich habe jetzt keinen Bedarf nach einer Bratwurst. Die nächste Bude vielleicht. Immer diese E-Bike-Raudis. Diese E-Bike-Rocker.
So. Da ist das gute Stück. Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt haben wir gesagt, 100 Meter Durchmesser und knapp 8000 Quadratmeter Fläche, die Schüssel. Habt ihr gehört? Damit kriegst du bestimmt alle Fernsehprogramme, alle Satelliten. 100 Meter Durchmesser. Ja. Guck mal, wir sind gerade angekommen, wenn man jetzt hinguckt, die Schüssel wird ausgerichtet, die dreht sich. Das heißt, wahrscheinlich haben die uns entdeckt und wenden sich von uns ab, die Außerirdischen. Die wenden sich ab von uns. Aber auch Wahnsinn, so ein Riesending, wie schnell das dreht, ne? Und was für den Radreisenden auf jeden Fall ja immer interessant ist, so öffentliche Toilettenanlagen. Guck mal, Dienstag bis Samstag. Ah, nur zu den Vortragszeiten geöffnet. Abgeschlossen, ja. Hätte ich mir ja denken können. Ne? Zu früh gefreut. Und die Maschine dreht immer noch. Ja, für alle, die zum ersten Mal ein Video von mir jetzt sehen oder von uns, wenn wir zusammen eine Tour machen, möchte ich mich hier in meinem Namen ganz herzlich bei euch entschuldigen. Wir sind einfach so, ne? Ist so. Ja, wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Wir können da nichts für. Ja. Ja. Weitermachen. Also nicht mal alle so ernst nehmen. Ja, und für uns geht es jetzt direkt zurück Richtung Dümpelfeld. Plittersdorf. Das ist auch wieder so ein Örtchen für mich hier. Ich mag das ja mit so richtig alten Steinen und alte Gebäude. Nicht alles so gleichmäßig. Bei richtig Sonnenschein wirkt so eine Gegend natürlich noch attraktiver, aber auch so zum Durchradeln auf jeden Fall wunderschön. Ich weiß jetzt ja nicht, wie es im Film so rüberkommt, macht aber so auch Spaß. Liegt natürlich auch an der Gruppe, wir haben ja auch eine Menge Spaß, wir drei in unserer Radfahrer-Kleingruppe.
Ja, liebe Leute, das Ende der Tour rückt mit großen Schritten näher. Wir sind schon jetzt ein Ort vor Dümpelfeld und schauen jetzt hier, Christian ist ja auch nicht so sicher, ob die Wege alle befahrbar sind oder ob die am Radweg noch Leitung legen. Probieren wir mal aus und sonst gibt es Plan B. Ja, wir radeln jetzt hier wieder entlang an der A, am A-Radweg. Hier schließt sich die Runde gleich wieder. Vor uns die alte Eisenbahnbrücke, die ich euch gestern Morgen bzw. am Anfang vom Video hier als erstes auch gezeigt habe. Soll auch wohl abgerissen werden, hat der Christian gesagt. Und hier an der THW-Brücke sind wir dann gleich wieder angekommen in Dümpelfeld. Ja, liebe Leute, das war es jetzt wirklich mit unserem Wochenende hier Abenteuer Eifel. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Christian, dass du uns deine Heimat hier gezeigt hast. Wie gesagt, ich hatte alleine jetzt Hemmung gehabt, hier eine Tour zu unternehmen, um nicht irgendwie Sensationstourismus zu machen. Nein. Aber du hast ja gesagt, es ist wichtig für euch, dass Touristen kommen. Wir waren in Bad Münstereifel, da haben wir auch ein bisschen gefilmt, haben wir uns Zerstörung ja noch gesehen. Haben wir auch gegessen, sprich auch Geld da gelassen. Das ist ja auch der Sinn der Sache, richtig, dass Touristen kommen sollen. Ne? Die Region braucht das hier halt, also packt eure Räder ein. Ist gerade ein bisschen nass, ein bisschen kalt. Aber habt ihr ja gesehen, A-Radweg hat mir erzählt, sogar teilweise ein bisschen besser geworden, als er vorher war. Dass Strecken asphaltiert waren, die vorher nur geschottert waren. Also hier kann man wirklich Fahrrad fahren. Mit kleinen Kindern will ich es allerdings nicht machen. Muss ja doch ab und zu mal auf die Straße fahren. Das ist dann nicht so ganz ohne. Aber mir hat es eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich denke mal den anderen beiden auch. Ne? Peter grinst sich ein und Christian glaube ich auch. Ne? Ja. Campingplatz habe ich genug Worte drüber verloren. Dafür, dass man den da so hochkompliziert vorher buchen musste. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, Kanal abonnieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Tschüss.